Ja, und ich möchte hier auf der Demo auch mal all denen Menschen danken, die Transparente angefertigt haben in mühsamer Handarbeit, ohne bezahlt zu werden. Und die sie hier auch natürlich tragen, die ganze Strecke lang. Schön wäre es gewesen, wenn auch der eine oder andere Wagen mit Musik dabei gewesen wäre. Aber naja, wir werden ja größer, die ganze Bewegung wird auch größer und bunter und vielfältiger. So, wen haben wir als nächsten Redner? Susanne Wies, bitte zum Fahrzeug. Die kann nicht mehr laufen. Na dann hier bitte, Susanne, zum Tonwagen schnell gelaufen kommen. So, wen haben wir hier? Wer bist du? Ja, hallo, ich bin Robert aus Jena und ich beschäftige mich jetzt seit 2-3 Jahren mit dem Thema Grundeinkommen und habe schon hunderte, wenn nicht sogar tausende Gespräche zu dem Thema geführt mit Freunden, Bekannten und politisch interessierten Leuten. Und was mir bei der Sache aufgefallen ist, dass man selbst von Leuten, die akut gegen das Grundeinkommen sind, sehr, sehr viel lernen kann. Weil auch Leute, die dagegen sind, haben viele Argumente, mit denen die Grundeinkommensbefürworter die ganzen Modelle wesentlich robuster machen können. Wir können da sehr, sehr viel lernen. Das heißt, was ich sagen will, ist, geht einfach raus, redet mit Leuten, redet auch mit Leuten, die strikt dagegen sind und die komplett andere Ideen im Kopf haben. Warte mal, wir müssen hier am Tonwagen vorbei, sonst kriegen wir Rückkopplungen und dann kann es weitergehen. Okay, also, was ich eigentlich nur sagen will, ist, redet mit so vielen Leuten wie möglich, denn ihr werdet dadurch schlauer, ihr werdet auf Probleme stoßen, über die ihr vielleicht noch gar nicht gedacht habt. Und auch, ihr werdet es schaffen, Leute zu überzeugen, sodass immer mehr Leute über die Idee zumindest nachdenken, auch wenn sie vielleicht noch nicht dafür sind. Aber meine Einschätzung ist einfach, die Leute fangen langsam an zu verstehen, dass diese Sache Sinn machen könnte, dass das eine Idee ist, über die wir alle gemeinsam nachdenken müssen. Und das ist meiner Meinung nach das, worum es hierbei geht, nicht, dass von oben herab aus der Politik irgendwas auf das Volk auferlegt wird, sondern das Grundeinkommen ist für mich eine Sache, die von unten heraus wachsen muss. Und deswegen ist es schön zu sehen, dass es hier so ein bunter, zusammengewürfelter Haufen ist, die alle dieselbe Idee und dieselbe Vision haben. Und da sollten wir dran arbeiten, finde ich. Applaus, würde ich da mal sagen. So.